Yo, moin moin Leute, der Eskas wieder da mit einer weiteren Folge Paladins Onslaught Marauder Sport. Die neue Onslaught Map haben wir jetzt auch mal bekommen. Das ist nice, haben wir nicht immer Onslaught, wie heißt sie denn, die Map? Magistrate Archives oder hier die Splitstone Quarry Map, keine Ahnung wie sie gerade heißt. Die wir auf jeden Fall sonst, Primal Court, nein, das ist die dritte, die wir noch haben, die kriege ich nicht so oft. Keine Ahnung, wie die dritte gerade heißt. Auf jeden Fall spielen wir mit dem neuen Teleskin Trick or Treat aus der Halloween-Kiste. Spiele mit Inner Strange und Travel, dem Loadout. Habe ich auch, glaube ich, damals im Wheel of Champions vorgestellt. Wir haben leider keinen Frontline dabei, dafür einen Support in Form von Janos. Dann Double Damage und Double Flank, Dredge und Cassie als Damage-Dealer. Buck und mich als Flank und bei den Gegnern sieht es ähnlich aus. Dafür haben die keinen Support, aber ein Frontline, und zwar Ashe. Dann auch Double Damage, Drogos und Dredge. Und Double Flank, Androxus und Meath. Ich denke, da bietet sich dann ein Blast Shield Shopping ganz gut an. Dredge und Drogos sind ja beides Blaster, es sei denn, es ist ein Harpoon. Ja, es könnte ein Harpoon Dredge sein. Wir nehmen erstmal Nimble mit. Gefällt mir sehr nice. Kronos brauchen wir nicht wirklich, weil wir haben halt unsere Rune. Ja, gucken wir auch direkt mal hier, ob die Gegner hier sind. Nein. Stellen hier unsere erste Rune hin. Ich bin schon mal gegen die Ashe dran. Werden ja gleich eh zurückgeportet. First Blood ist auf unserer Seite. Sehr nice. Ich würde gerne die Rune etwas noch stellen. Genau, Rune stellen. Speed Boost ist da. Ah, oh, huntet mich noch. Ich bin jetzt eh gleich wieder weg, Mates. Ah, die. Oh, fuck. Ah, oh, den hätten wir noch haben können, den Drogos. Aber wir fallen da in irgendeine Kugel vom Dredge rein. Oder er hat uns sogar getroffen mit einem Harpoon. Habe ich so nicht gesehen. Schade, schade. Kommen wir auf jeden Fall. Oh, hi. Gar nicht hin. Einfach mal ein bisschen Damage machen. Oh, und wieder weg. Bisschen nerven, bisschen stressen. Sehr schön hochgehoben. Na, dann mal eine Sekunde, bis die Travel Rune wieder fertig ist. Die Rune of Travel. Wenn jetzt hier mal ein bisschen auf Ash gehen. Schade, ich wollte sie eigentlich runterschmeißen. Aber wir sind jetzt eh wieder weg, ne? Jo. Hätten sie es auch schon vorzeitig benutzen können. Oh, Mist. Ja, hier wieder jetzt offensiv mal die Rune hinstellen, wenn Buck da auch noch mit am Start ist. Hier oben geht eigentlich immer die Party ab. So sieht es aus. Und weg. Und nicht mehr weg. Kommt noch eine Meath und eine Ashe um die Ecke. Mist. Kommt jetzt auch nicht wirklich dazu, hier irgendwie Punkte zu farmen. Wir machen anscheinend wenig Kills, aber auch sind nicht wirklich am Punkt vertreten. Ist ein bisschen schade. Rune. Ult. Und Damage. Ja. Gehen wir schon mal zurück. Haben wir wieder ein paar Sekunden Zeit, bis der Cooldown von unserer Rune of Travel sich resettet. Da unten ist die Ashe. Kann man ein bisschen Poke Damage machen. Hi. Puh. Die Rune jetzt nur für ein bisschen Self-Heal benutzt. Ah, da benutzt er seinen Port. Ah, ein Drogos konnte man verfolgen. Cassie ist da in den Abgrund gerollt. Sehr geil, Cassie. Schreibt noch FFS, aber muss man doch wissen, dass es da ein Abgrund ist. So sieht es doch auch aus. Na, hier rechts ist nochmal ein Weg nach oben zum High Ground. Oh, fuck. Jetzt wird halt unsere Rune wahrscheinlich gekämpft. Ja. Haben wir noch irgendwie geschafft, da die Meath, ja nicht zu wirklich zu outplayen, aber jo. Oh, falsche Taste, ich wollte gleich die Q drücken. Naja, jetzt ist die Q halt auf Cooldown. So.
So, sehr schön. Ash da gekillt. Dredge da mit dem Double Kill. Oh, der Androxus hatte wenig Bock. Jetzt nicht zu aggressiv gehen. Die Travel Rune, die Rune of Travel ist gerade nicht aktiv. Stelle ich hier auch ganz gerne hin. Oh, wir haben eine Ult. Dann stellen wir die Rune und nehmen auf die Mief. Oder wir gehen nicht auf die Mief. Street Justice, ja, natürlich Street Justice. Bittere Pille. Können wir einen Kill to Heal mitnehmen. Vielleicht wäre ein Life Rip sogar besser gewesen. Vielleicht auch sogar ein Wrecker. Oder mal ein Corderize, haben wir anscheinend noch gar nicht. Hält keiner für notwendig. Just a Triple. Geh weg, ich will zur Ash. Puh. Schön. Ein Rockstar auch nochmal aus dem Leben genommen als Team. Kommt eine Ult. Und wieder weg hier. Das darf nicht wahr sein. Mein Gott, da hätten wir auf jeden Fall den Genos retten können. Nicht sein, wie sie da mit einem AP wieder wegkommt. Target locked, ja, eine super starke Ult. Haben wir den Luminary? Ja, haben wir Luminary. Ja, vor und zurück, Damage. Auf jeden Fall gucken wir uns gleich noch in Ruhe nochmal den Skin an, auch wenn wir das hier safe verloren haben. Achso, unsere Rune ist ja noch aktiv. Hoppala. Ich war jetzt gerade andersrum beim Timing. So, nochmal 2 Sekunden, bis wir die Rune stellen können. Dann gucken wir uns mal ein Opfer raus. Vielleicht der Drogos. Ja, das wäre so sexy, wenn wir den noch kriegen könnten. Können wir sogar. Dredge können wir auch noch kriegen, bevor die Rune abläuft. Line können wir leider nicht. Gucken wir uns hier auf jeden Fall noch mal kurz die Waffe an. Die Waffe, finde ich, ist ein absolutes Highlight geworden. Also die sieht super cool aus. Passt auch richtig zum Event. Und natürlich das Kostüm von ihm. Der kleine Drache, der kleine Teufel, finde ich auch super gelungen. Ist ja in der, ja, hatte ich glaube ich schon gesagt, in der Kiste drin. In der Trick-or-Treat-Kiste. Ne, wie heißt die Kiste? Ich habe keine Ahnung, wie die Kiste heißt. Weil die Rune of Travel hat sich gelohnt. Hier mal die Gegner zu flanken. Hat sogar eher das Leben gekostet, als dass sie irgendwas Sinnvolles gemacht hat. Unglaublich. Ach gut, die Rune. Ach so, die stand so kack in der Ecke, dass man sie gesehen hat. Ach, miese Geschichte. Da haben wir auf jeden Fall mal ein Blast Shield 3 dabei. Für schlechte Zeiten. So, hier mal eine hinstellen. Dann wollen wir nochmal an Point gehen. Hi. So, da rum. Ne, komm nicht rum. Wusste. Auf jeden Fall weg. 100 Punkte Rückstand. Ja, 20 Punkte brauchen die Gegner noch. Also da ist der Drops an sich gelutscht. Können hier nochmal aggressiv reingehen. Vielleicht nochmal einen Kill snacken. Sieht aber gerade nicht so aus. Die Rune hat sich auch wieder extrem gelohnt. Trap. Ja, das ist immer eine Trap. Irgendwohin ulten, just for Trolls, und wir sterben. Oh mein Gott, was ein Team, was ein Match. War von Anfang an verloren, hat aber trotzdem Fun gemacht.
Gegnerischer Dredge müsste das sein. Ist das unserer? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist der gegnerische Dredge. In dem Top-Play. Ne, das ist unser Dredge. Harpoont da den Gegner als die Anzeige natürlich wieder. Ne, ist doch der gegnerische. Die Gegner hatten ja keinen Genos. Ja. Harpoont da alles weg. Das ist wahrscheinlich auch der Way to go, wie man Dredge sowieso spielen wird. Rein auf die Q. Ich habe ja auch so gespielt. Ich glaube, es ist halt mit Abstand der ja, sinnvollste Weg, Dredge zu spielen. Unser Bug hat mehr Kills gemacht als alle anderen. Wir waren ja immerhin 4 Flanks dabei. Wir haben aber auch 11, also gleich so viele wie der Bug. Mief mit 9 und Andy mit 8. Also da haben wir ganz gut was gemacht. Sogar Most Damage aus dem Team, Most Objective Time aus dem Team. Können wir eigentlich nicht uns drüber beschweren. Wir wollten ja eigentlich nur den neuen Skin zeigen. Ich hatte ja gehofft, dass wir jetzt da stehen, aber leider nicht. Gucken uns den dann so halt nochmal in Ruhe an. Wie gesagt, meiner Meinung nach auch wieder ein extrem gelungener Skin. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Doch, Trick or Treat heißt er richtig. Und die Waffe ist halt auch ein Träumchen. Mal gucken, wie man den Yomi mit dem Trick or Treat Surprise spielt. Passt eigentlich optisch auch. Finde ich ganz nice auf jeden Fall alles. Wie gesagt, der Skin insgesamt finde ich extrem sexy. Und ja, das soll es auch zu der Folge gewesen sein, zu der Skin-Vorstellung vom Trick or Treat Talis. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, der ist ganz draußen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.